Loslassen lernen. Wie macht man das? Wie machst du das? Wie ist es mir gelungen? Mach dir bewusst, dass du Einfluss auf deine Gefühle hast. Dass deine Gefühle dadurch entstehen, beziehungsweise deine Gefühle durch deine Gedanken entstehen. Deine Gedanken sind diejenigen, die wirklich 100% Einfluss haben auf das, was du im Moment fühlen willst. Also sie haben im Endeffekt die Macht, Gefühle zu beeinflussen, indem du eben das denkst, was du denkst. Also loslassen beginnt mit einem einzigen Wort im Kopf. Und du selber solltest dir sagen, ich bin jetzt bereit, loszulassen. Sag dir jetzt, ich bin jetzt bereit, loszulassen. Wann immer du auch daran denkst, dass du etwas loslassen willst, etwas loslassen möchtest, dann unterbreche deine Gedanken, deine negativen Gedanken, diese innere Stimme, die schlecht zu dir spricht, mit einem ganz, ganz fetten Stopp. Oder, was ich mache, imaginär, Rock'n'Roll. Und mit diesem Rock'n'Roll gehe ich nach vorne und sage mir unterbewusst, ich bin bereit, jetzt loszulassen. In der Anfangszeit wahrscheinlich den Eindruck haben, dass das alles mega crazy ist. Oder dass du dich eventuell sogar selbst belügst, dass du dich manipulierst. So drückst du jetzt, ja, manipulierst. Doch mit Übung und mit jedes Mal, wenn du in so einem Moment bist, du immer wieder diese Übung dir hervorholst, also Rock'n'Roll oder Stopp oder was auch immer du dir selber sagen willst als Signalwort, so drückst du es einfach mal aus, wirst du merken, dass du dadurch eine gewisse Gewohnheit schaffst, ein Ritual schaffst und dein Unterbewusstsein, deine Gedanken sich genau daran dann auch, wie soll ich sagen, richten werden. Das heißt, irgendwann wirst du eine Automatisierung schaffen, die dir es ermöglicht, wirklich mit Bravour loszulassen. Hol dir ein Blatt Papier und einen Stift. Lass uns mal eine kleine Übung machen. Schreib wieder auf, mach wieder zwei Spalten, Pro und Contra. Also, was gewinne ich, was verliere ich? Was gewinne ich, wenn ich loslasse? Was verliere ich, wenn ich loslasse? Oder was du auch machen kannst, ist, verliere ich, wenn ich nicht loslasse? Und was gewinne ich, wenn ich nicht loslasse? Drück jetzt Pause und nimm dir ein Beispiel, was dich momentan immer wieder zurückfallen lässt, immer wieder in dieses Nachdenken bringt. Und dann nimm ganz bewusst genau die Situation oder in der Entscheidung, in der du gerade bist. Und dann mach genau diese Übung. Also, was gewinne ich? Was verliere ich, wenn ich loslasse, beziehungsweise wenn ich nicht loslasse? Und sobald du diese Übung gemacht hast, freue ich mich, wenn wir dann gemeinsam weitermachen können. Schön, dass du wieder da bist. Nun, was ist bei dir passiert, während du diese Übung gemacht hast? Was hast du wahrgenommen? Lass mich raten. Die Beantwortung dieser Fragen motiviert, weil du zulässt, dass du dich mit deinen Ängsten und mit deinen Befürchtungen auseinandersetzt, richtig? Und dadurch konkret wird, was genau du loslassen solltest. Also meistens ist es nicht wirklich die Situation, sondern immer nur die Gefühle, die wir in dieser Situation haben. Stell dich deiner Angst. Stell dich der Angst, loszulassen. Überprüfe genau, ob diese Angst, die du während dieser Übung oder während der Situation empfindest, ob die realistisch ist, ob die begründet ist. Oder ob die eventuell sogar einfach nur übertrieben ist. Ob das einfach nur Mindfuck ist. Häufig erzählen wir uns nämlich, dass wir etwas unfähig sind. Dass wir malen uns Katastrophen aus. Ja? Kennst du das? Dass wir noch gar nicht wirklich wissen, wie es weitergeht, aber wir haben schon irgendwie 10.000 Szenarien, wie die Welt untergeht. Ja? Kennst du das? In den meisten Fällen ist es aber so, dass 95% der Szenarien, der Filme, die wir uns wirklich rein nur ausmalen, nur ausdenken, gar nicht wirklich stattfinden. Also, was kann dir noch dabei helfen? Suche Menschen, die in ähnlichen Situationen waren und diese erfolgreich zum Beispiel gemeistert haben. Frag sie nach, frag nach,
Frag sie, was genau haben sie getan? Worin haben sie den Mut geschöpft, eben genau dann in dem Moment loslassen zu können? Und gab es eventuell Ressourcen, gab es eventuell Hilfsmittel, die geholfen haben, wie zum Beispiel Bücher, wie zum Beispiel, wir sind in einer mega geilen Zeit, wo du jegliches Wissen, genauso wie jetzt diesen Videokurs, online dir reinziehen kannst, ja, indem du YouTube-Videos schaust, indem du Podcasts hörst oder Hörbücher. Also, was hat diesen Menschen dabei geholfen, loslassen zu lernen, beziehungsweise was kannst du von diesem Menschen lernen, mitnehmen? Eventuell gibt es sogar Menschen in deinem Umfeld, die dadurch, dass sie in Gedanken verharrt sind, in Gefühlen, Emotionen hängen geblieben sind, die dadurch eventuell irgendwo gesundheitliche Schäden, so drücke ich es jetzt einfach mal aus, mitgenommen haben. Vielleicht macht es auch Sinn, sich mal mit diesen Menschen in Verbindung zu setzen, was genau sie denn krank gemacht hat. Vermeide vor allem, dass du dir selber Vorwürfe machst, dass du an etwas festhältst, was schon irgendwie Jahre hinter dir ist. Ja, also meistens ist ja wirklich so, dass wir in Lebensgeschichten verharren und uns irgendwo darin rechtfertigen wollen, dass wir sagen, wie wir uns gerade zu verhalten haben. Und wenn du, und das sage ich wirklich Hand aufs Herz, und wenn du für dich selbst merkst, Lorenzo, ist ja alles schön und gut, aber irgendwie merke ich selber, dass ich habe damit echt ein mega Problem, und auch dieser Videokurs hilft mir da nicht wirklich bei, weil ich einfach merke, dass eben Werte oder Glaubenssätze so tief sitzen, dass die schon eine gewisse Identität geformt haben, eine gewisse Zugehörigkeit geformt haben, dann gebe ich dir einen ganz, ganz großen Ratschlag. Hol dir Hilfe. Hol dir professionelle Hilfe, die dir dabei hilft, wirklich diese Fähigkeit des Loslassens zu erlernen. Ich möchte dich auf eine Sache aufmerksam machen, beziehungsweise möchte, dass du da wirklich für dich nochmal Beachtung drauf schenkst. Jeder Anfang ist schwer, kennst du wahrscheinlich, auch diesen Spruch. Ja? Und das ist beim Loslassen genauso, denn beim Loslassen ist es so, dass wir, naja, die ersten Erfahrungen, die ersten Gefühle, die wir damit in Verbindung bringen, wenn wir uns jetzt wirklich gerade mit diesem Thema Loslassen beschäftigen, sind eben nicht gut, sind eher schlechte Gefühle. Und warum ist das so? Es ist so, dass unser Gehirn uns natürlich warnen will. Ja? Es will uns ja auf der einen Seite nicht nur warnen, sondern es will uns ja schützen. Es will uns schützen in dem Sinne, dass wir, eben, was ich vorhin schon sagte, in dieses unbekannte Terrain gehen. In dieses, ja, ich weiß noch gar nicht so wirklich, was ja dann passiert, wenn ich loslasse. Und genau das ist ja das, was eben genau diesen Schmerz verursacht. Das heißt, dass wir alte Gewohnheiten verlassen. Wir bewegen uns damit, dass wir loslassen aus unserer Komfortzone. Und das ist eben für den Anfang und auch ganz normal, tut es mehr weh, als dass du irgendwo Freude spürst. Also wenn du loslässt, dann heißt es natürlich auch durchhalten. Denn du wirst, weißt du, das Schöne ist, allein aus meiner Erfahrung, Das werden so geile Sachen passieren, die dich so, ja, du wirst mega viel Lebensfreude gewinnen. Und vor allem lässt du eben Sachen los und hast dadurch die Chance, dich auch wirklich auf das Wesentliche, auf das Wichtige für dich zu fokussieren. Du bekommst nicht nur Energie, sondern du fühlst dich mega erleichtert. Das kann man mit Geld nicht aufwiegen, das ist wirklich die Lebensfreude. Und weißt du, was das Krasse ist? Wenn ich heute mit meinen Kunden spreche, wenn es mit Führungspersönlichkeiten spreche, wenn es genau darum geht, dass die sagen, Lorenzo, ich habe mir so viel Zeug auf die Schultern gelegt und irgendwie komme ich nichts in Machen. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich arbeite, renne und ich komme irgendwie nicht an. Anstatt dass mein Schreibtisch leerer wird, okay, wird mein Schreibtisch immer voller. Und Geile ist wirklich, wenn ich heute mit diesen Führungspersönlichkeiten spreche oder auch wirklich mit Menschen im Privaten, dann sagen die zu mir, Lorenzo, also wenn sie am Ende sind, wenn sie es gelernt haben, wirklich loszulassen, ja, kommt immer der Satz, ich hätte damit viel früher starten müssen, ich hätte damit viel früher beginnen müssen. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Und daher
lade ich dich wirklich dazu ein, mit mir gemeinsam jetzt in diesem Videokurs mal diesen Schritt zu wagen. Und eine Sache ist mir wichtig. Das hier ist ein geschützter Rahmen, ist ein sicherer Rahmen. Dir kann hier in diesem Rahmen nichts passieren. Also nimm dir deine Zeit in deinem Raum, mach's dir gemütlich, mach's dir wirklich so, dass du dich wohlfühlst dort, wo du gerade bist. Und vielleicht ist es sogar richtig gut, dass du ein wenig Ruhe hast, also dass du so wenig Störeinflüsse gerade um dich herum hast, wie es nur machbar ist. Weißt, manchmal kann man es nicht beeinflussen, aber es wird dir definitiv dabei helfen, dich genau mit diesem Thema auseinanderzusetzen.